Selbstgemachter Leb. Oh, hallo Freunde, wartet, geht gleich los. Volker, danke nochmal für die coolen Lebkuchen. Freunde, heute haben wir Donnerstag, den 17.12.2020. Mein Name ist Blockstar und willkommen in der Nordenquistenscheune. Bevor es losgeht und wir unsere vier Türchen an den vier aktuellen Lego Adventskalendern öffnen, möchte ich euch heute ein bisschen erzählen, was am 17.12. schon so alles in der Weltgeschichte passiert ist. Und heute ist ein pickepacke voller Tag. Ich ziehe mir aber nur ein paar Sachen raus. Nämlich, fangen wir mal von hinten an, 1989 wurde in den USA am 17.12. die erste Folge unserer Lieblingsgelbköpfigen Familie, den Simpsons von Matt Groening, ausgestrahlt. 1962 wurde in der Angelburger Straße 58 in Flensburg der erste Sexshop in Deutschland eröffnet, sogar der erste Sexshop der Welt, von Beate Use. Und Beate Use ist eine ziemlich interessante Person, denn Beate Use hat im Zweiten Weltkrieg für die Luftwaffe Testflüge und Überführungsflüge gemacht und wurde sogar am Ende 1945 auf die berühmte Messerschmitt Me-262 eingewiesen. Und sie hat davor alles Berühmte geflogen, ob es die Stuka war, die Me-109, die Focke-Wulf 190 Würger. Sie hat also all diese berühmten Flugzeuge vorher eingeflogen und getestet. Also Beate Use bitte im Kopf behalten, nicht nur als die Tante mit den Sexshops, sondern also eine wirklich interessante Persönlichkeit. Lest euch mal die Artikel bei Wikipedia und Co. durch, die ihr zu Beate Use findet. Aber auch noch ganz wichtig, 1903 in Kitty Hawk ist mit dem Wright Flyer von den Gebrüdern Wright der erste Motorflug der Welt geschehen. So, und jetzt kommen wir aber zu einem Geburtstagskind, eines der berühmtesten überhaupt, nämlich Ludwig von Beethoven ist 1770 auf die Welt gekommen. Ein deutscher Komponist der Wiener Klassik. Deutscher Komponist, Freunde, in Österreich. Kleiner Spaß. So, und jetzt schauen wir uns die vier Türchen an den Kalendern an. So, Freunde, dann fangen wir mal wieder an. Und ich habe überlegt, ich mache Friends immer als letztes. Deswegen fange ich erstmal mit Friends an. Unsere Elfenwerkstatt. Wir schauen, was wir heute am 17.12. Mann, der liebe Jörn, wird alt. So. Hier haben. Ui, Geschenke! Also Geschenkkisten. So. In lustigen Farben. Finde ich ganz cool. So hohle Steine und dann hier oben einfach einen 2x4 Jumperplate. Und was kommt da drauf? Ah, und dann kommen die Geschenke da rein, alles klar. Ja, kann man ruhig mal unter seinen Baum stellen. Was wird hier verschenkt? Es werden hier pinke Sonnenbrillen. Kann ich mir nicht aufsetzen. Die werden verschenkt. Und Sternchen werden nicht verschenkt. Schleifchen werden noch verschenkt. Na gut, dieses Geschenk ist jetzt hier schon verpackt. Geht irgendwie schneller mit Lego als in echt. Und dann kommt hier auch so eine Sonnenbrille rein. Den Stein packen wir auch mal mit rein. Und ein Schleifchen und ein Stern. Ah, das ist zu viel. Schade, ich habe gedacht, ich kann den anderen Geruscht hier mit rein verstecken. Nein. So, also, zack. Versteckt, verpackt, Sternchen drauf und fertig. Da haben wir unsere zwei Geschenkböckschen mit Sonnenbrillen und Schleifchen und noch ein Stern, ein Schleifchen haben wir über. Nice, nice, nice. So, zack. Die Bohne hatten wir eine. Ach, lassen wir die einfach gesagt. Harry Potter. So, zack, zack. 17 da unten. Hui, tief eingerissen. Boah, geil, Klavier. Das kann man ja nie genug haben. Ach Quatsch, Klavier, Flügel. Ich wusste es mal, was der Unterschied war. Ich glaube, es hat was mit der Tastenbelegung zu tun. Horizontal und vertikal zwischen Flügel und Klavier. So, das kommt dann dahin. Ist lustig, oder? Ich habe vorhin noch gesagt, dass Ludwig van Beethoven geboren wurde 1770 in Köln. Deswegen habe ich auch gesagt, ein deutscher Komponist, ne? Kein österreichischer. Und jetzt, zack, bauen wir hier das Klavier. Quatsch, Piano habe ich doch gesagt. Mann! So, und da ist es fertig. Das Piano.
ganz piano habe ich das Piano gebaut. Kommt dahin, gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ob es ein Steinway ist? Keine Ahnung. So, gehen wir gleich zu City über. Da haben wir den Wheeler. Buff. 17. Was haben wir heute? Was haben wir heute? Hui, ein Flugzeug. So. Mit pinken Steinen, okay. Nennen wir es mal den Pink Flyer. Brick Modified geht ja überall. Hier so ein rundum Brick Modified. Hier so zwei, ja, was sind das? Finnen, die wir als Flügel benutzen. Also keine richtigen Menschen aus Finnland. Ihr wisst, was ich meine. Zwei Finnen so hinten dran. Finnen, Finnen. So, hier ist das Höhenleitwerk, das Seitenleitwerk. Wow, wie simpel man doch bauen kann, hier so ein Flieger. Und hier vorne kommt das Propellerchen. Zack, und das Cockpit. Ja Mensch, Freunde, simpler geht's nun wirklich nicht. Schaut euch meinen Pink Flyer an. So schaut er aus. Ups, Absturz, aber überlebt. Robust gebaut, Freunde. Ja. Kleines Teil. Viele Steinchen über. Ja, bis jetzt so. Bis jetzt Piano das Highlight. So, City geht nach da drüben. Und jetzt Star Wars. So. Schauen wir mal, was heute in der 17 steckt. Oh, ein Pit-Droide. Wir hatten ja erst neulich. Halt, muss es ja selber noch reingucken. Ich will es immer wegpacken. Ich muss ja selber wissen, wie ich es baue. Und da viel braun, viel grau. Und jetzt müssen wir den ja noch bauen. Diese kleinen, ja, würde ich Trottel sagen, aber ihr wisst ja, sagen wir mal tollpatschigen Druiden. Nicht Trottel-Druiden, das ist ja, ist ja, ist ja, bevor ihr die Liga der Druiden mich angreift. Ich meine, wir haben ja alle solo gesehen, was passiert, ne? Freiheit, Freiheit. So. Zack, zack. Die Ärmchen dran. Ach so, mit den Gelenken hier. Oh, die sind aber süß. Die sind aber süß. Star Wars geht immer. Star Wars geht immer. So, zack. Schraubenschlüssel als Halter. Das blaue Ding hier als so Kopf. Und der Deckel drauf. Und fertig ist unser kleiner Pit-Droid. So, und auch wieder eine ganze Handvoll Steine über. Ja, heute zwar wirklich so kleine baubare Sets, aber ich zeige es euch, wirklich, wirklich schöne Sachen dabei. Also wir haben jetzt viele Steine über, wobei, ja, Propeller und so Sternchen-Verschnörkelungskram braucht man nicht unbedingt, aber dieses Piano plus den Pit-Droiden finde ich super. Die kleinen Geschenkchen passen gut unter meine Weihnachtsstadt und der Flieger ist halt, ja, ein Flieger. Freunde, aber ich hoffe, ihr fliegt morgen wieder auf meinen Kanal, wenn es heißt 18.12. Wir öffnen 4 Türen, auf Wiederbauen, euer Blockstar.